So ein Autsch, verdammter Mist, Rex, elendiger, ihr Aha. So, Hand eingeklemmt, weil ich gerade noch schnell einen Cappuccino gemacht habe. Schlecht letzten Freude. Ah, na, ich will Socken wechseln, die haben Löcher. Hole neue aus dem Schrank, klemme beim Tür zu machen noch die Finger ein. Ja, im Schrank hole ich auch, ich hole die Socken noch raus. Was sind das? Welche mit Löchern? Ah, also eins weiß ich, wenn ich mal im Lotto gewinne, sagen wir mal nach Steuern 500.000 oder so. Ich ziehe zuerst sofort um, rüste mir die Wohnung komplett auf und rüste den Kleiderschrank auf. Und dann bin ich erstmal um 10.000 Euro ärmer. Ah, um auf dem Niveau von 90% des Restes der Bevölkerung leben zu können. Ich glaube, die ersten 100.000 werden dann sowieso in 12 Monaten weg. Weil dann würde ich Schulden abbezahlen, BAföG und den ganzen Quatsch. Und dann würde ich euch Autoführerschein. Irgendwie einen Urlaub planen mit Junior und dann wären 100.000 weg im ersten Jahr und das wäre es mir wert. Und die restlichen 400.000 würden dann wahrscheinlich 30 Jahre halten. So, wir wollten, was wollten wir denn eigentlich machen? Bienen hatten wir schon uns gekümmert, aber das war es nicht, was wir wollten. Unsere Bäumchen sind draußen, der arbeitet immer noch ab, nehme ich an. Genau. Flüssern haben wir jetzt auch hier so irgendwo abgelagert. Respektive, da drüben stapelt sich schon ein Glas. Das andere Glas könnten wir gleich mal versuchen zu verkaufen. Mit Gebeten kommen wir jetzt nicht weit in nächster Zeit. Respektive haben wir ja alles jetzt. Achso, die drei Marmor und den Steinfigur können wir mitnehmen. Kumpel. Komm mal her. Komm jetzt hier. Dankeschön. Ich mache mal den Stein fertig, das dauert mir sonst ewig hier. Plötzlich Erzarbeiten, glaube ich. Am Hackstand liegen. Ich kann mal symbolisch gucken, was kriegen wir hier aus. 5er draußen da drüben. 5er. Dann kann ich die nämlich hier so einfach mal endlos. Weil du damit fertig bist. Sehr schön. Leider der Kollege lohnt sich schon auf Dauer. Nein. Wenn man es richtig macht, auf jeden Fall. So, mal gucken. Haben wir gar nichts? Komm her, mein Freund. Guck mal hier. Schön, ne? Freu dich. Weiter geht's. Der weiß dann wahrscheinlich gar nicht, wohin damit, aber egal. Machen wir eine Steinfigur und können wir noch gar nicht machen, oder? Das war die letzte mögliche Technologie da hinten in der Kategorie. Glaube ich jedenfalls. Der wollte. Grabmonumente waren es? Ne. Schön zu wissen, dass wir die herstellen können. Guck mal hier so. Hier war es nicht. Kurioserweise. Ingenieurswesen, was ist das für ein Perk? Aha, was auch immer. Kunst des Steines haben wir auch. Ein geschnitztes Stück Marmor. Jetzt müssen wir schauen. NPCs, ich komme mir gerade blöd vor. Wo ist er? Hier. Drei Marmorstatuen von höchster Qualität. Das sind Marmorkreuze. Wo stehe ich denn her? Hier irgendwo. Da. Wir brauchen Glauben und geschnitzte Stücken. Moment, den Glauben haben wir noch, oder? Also nicht morgens Kirche, ne? Aber so schnell wie wir am frühesten Morgen das Gebet abhalten, können wir mal den gucken. Und wir wollten Gewürze herstellen, fällt mir gerade auf. Können wir mal den mal machen. Den haben sie ja gelernt, glaube ich. Denke ich. Weiß nicht. Was weiß ich schon. So, noch irgendwas? Ja, vielleicht nicht unbedingt haben. So, hier. Ein paar Organe. Können wir mal eine neue runterfangen. Gewürze braucht diese komische Chaos, was auch immer. Was ist das? Okay, wir machen was anderes. Hier, geht schneller. Health Solution. Kriegen wir alles. Cabbage, Kettler. Handmixer. Diesmal die richtigen, bitte. Ich weiß, da müsste eine Zombie gleich ein Zombie noch rumliegen, oder? Den wir gestern nicht abgeholt haben. Ich habe es nicht vergessen, Utamis.
Zack, und Gewürze. Einmal würde mir schon reichen. Und ich weiß eh nicht wofür. Und mich jetzt an der Ecke hin voll mit Müll. Gewürze. Hat keinen sonderen Wert. Gut. Lass mir Ruhe. Keine Zeit für Quatsch. Glauben 3. Mhm. Haben wir da hinten noch irgendwelchen? Wenn nicht, morgen und dann im Schnellverfahren. Was brauchen wir fürs Kommobit? 7. Mhm. Gut. Müssen wir demnächst gleich noch auf einen Zombie verzichten? So viele brauchen wir jetzt auf Anibone. Das war der nächste Helfershelfer und der ist ein bisschen sehr degeneriert gerade. Kommt gleich der nächste, ne? Ja. Erzählt schon immer. Zähler, jetzt müssen wir schon. Danke. Den nächsten. So, Nachschub für unseren Brenner. Oh Gott, das ist keiner von brauchbarer Qualität. Da müssen wir nicht lange überlegen, dass der auch wegkommt. Ja, jetzt wären die minus 2 plus 2 nicht schlecht, ne? Die Gold-Dingsbums. Aber das ist mir ehrlich gesagt dann auch ein bisschen zu viel. Des Guten. Das Gold werden wir anderweitig brauchen. So, und den Rest kannst du dir gleich. So, das nehmen wir auch mit raus. Weil, liebe Freunde, wir ja noch ein bisschen Schreibpapier brauchen und so. Bisschen makaber das Ganze. Aber wirklich nur ein bisschen makaber das Spiel. Mann, bin ich mal gespannt, was ich hier mit Sam jetzt mir einfallen lasse. Wenn ich irgendwann die Zeit dafür habe. Glauben drin? Nee. Ein paar Lösungen. Wieso macht ihr Salz drin? Das muss man wirklich nicht hier rein. Gott sei Dank ist die Qualität auf dem Scheiterhaufen vollkommen schnuppe. Morgen kommt keine Leiche, kann es egal sein. Zombie machen wir jetzt auch keinen rein. Jetzt auch Verschwendung irgendwo. Genau, und am Ende ist die letzten zwei, drei Aufnahmen, ne, die kamen so wie, ach naja, da war es mal raus. Wir sind trotzdem effektiv unterwegs gewesen. So, jetzt mal gucken, ob da... Wen wollten wir den Schluck auf den Spunkt? Ich hab, ach, das war der Händler. Ne? Das interessiert uns jetzt gerade gar nicht. Der interessiert uns jetzt gerade gar nicht. So, jetzt müssen wir hier mal Holz hinbringen. Haben wir schon wieder gesammelt. Nicht schlecht. Brauchen wir auch, brauchen wir auch. Wir brauchen alles. Das ist das einzig Zuverlässige. Wir brauchen alles. Dankeschön. Komm ja nicht auf die Ideen abzufällen. Ne? Ich glaube, da würde ich auch mal Randale machen. So, Bärensaft können wir herstellen, weil der Ofen jetzt auch schon da nichts zu tun haben dürfte. Respektive machen wir das nicht so. Genau. So, normales Glas bringt rote Punkte, das kann jetzt egal sein. Besser als nichts. Handelstag ist auch noch nicht, interessiert uns alles gar nicht. Warum arbeitest du nicht? Inakzeptabel. Das ist echt schön. Ich weiß, ich wollte Holz und so, aber... Hm. Ist das hier noch? Dafür wollte ich nicht, bin mir sicher. Brauchen ein paar Möhren, da können wir schon einen ganzen anderen Kram machen. Kommt 4er mehr raus, das finde ich immer nicht ganz so schlecht. Und wie man jetzt deckt, habe ich noch nicht rausgefunden. So, Kuchen ist immer eine gute Idee. Nie oder will ich es nicht sehen? Das ist doch Hand. Okay. Hier, meine Güte. Und
Gern her. Übertreib's nicht immer so. Aber 30 Äpfel jetzt? Haben wir dafür dreimal so viele Äpfel bekommen? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Die eine Beere, also wirklich. So, das machen wir jetzt noch und dann schlafen. Dann ist Kirchentag. Das ist jetzt schon, ne? Aber wo, wir sollten vielleicht gleich mal machen, den ganzen Scheiß. Haben wir unser Gebet und zack. Muss alles schnell gehen. Schneller, desto besser. Braten wir gleich durch hier. Wir glauben, können wir die Marmorstatue machen. Das werden wir zwar nicht schaffen am selben Tag, aber hey. Man muss ja auch nicht alles haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache, das lohnt sich überhaupt nicht. Wir brauchen 10, haben 5. Deswegen brauchen wir dringend mal ein neues Gebet, dann kommt immer mehr raus. Auch wenn jetzt schon durchaus zufriedenstellend ist, aber mit einem einfachen Gebet ist nur niederste Qualität drin. Ne? Deswegen ab und zu mal das, dann das, dann das. Und schon Exhale ist euer Gott. Und schon kommt nur ganz viel mehr raus. Man muss positiv denken. Mein Finger tut auch nicht mehr so sehr weh. Ihr müsst euch ja nicht aufhalten. Blub, 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 blub. Kann ich eigentlich noch mehr Kirchenbänke rein? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ne. Moment, nee. Sieht nicht so aus, ne? Natürlich besser, wenn man es gleich mal einfach so ansehen könnte, ne? Also Hinweis an den Entwickler, was du tust. Du brauchst 3 goldene Statuen, danke. Ohne den machst du es also nicht, ich verstehe. Arschloch. Hat hier noch irgendwen, der verwurschtelt werden muss? Ne. Geht gut. Ich wollte nur mal gucken. Für goldene Marmorstatuen braucht man nichts Geringeres als Gold, soweit ich mich erinnern kann. Was für gewöhnlich recht dran ist. Warum machst du nichts? Mache er etwas. Also das Ding hier erstmal. Wenn man die jetzt mehr hergestellt wird, hier sind wir. Ne? 30 funktioniert schon. Ich brauche eine silberne und ganz doch. Wo ich wahrscheinlich irgendeinen Handwerker-Perk, den ich noch nicht habe. Gucken. Ganz besonders billig mal wieder. Jetzt brauche ich ja diese Holzdinge. Kann man die nicht irgendwo hier herstellen lassen? Und wenn es ist, mir egal wo. Mit der Typ jetzt mal hier. Ich kann schon abarbeiten, als ich die Stämme hier drauf lege. Ohne Form von Arbeitsteilung. Ich transportiere den Mist und du darfst an der Bank stehen den ganzen Tag im Regen.
Ich laufe durch den Regen, du stehst da bequem und hast Ruhe. So, ein Arschloch. So. Nein. So, ich muss erstmal rumpeln. Dann gehen wir zu unserer Mietenformel. Jetzt kann ich mich hier nicht durchbacken. So kannst du nicht das. Falscher Tisch hier noch. Das ist ein einfacher oder so ein grüner? Ich hab keine Ahnung. Was für nicht genug Ressourcen, verstehe ich nicht. Wo stelle ich die Dinger wieder? Ich noch. Hier schon mal nicht. Hier sowieso nicht. Hier Linsen. Ernsthaft ist das? Oh Gott. Ja, das lohnt sich nicht. Was dafür brauche, sehe ich selber, aber. Ist das dann unten Silber? Ich guck mal kurz, was haben wir jetzt im Inventar? Wir haben einen silbernen. Können wir damit den? So ist das. Jetzt haben wir noch den polierten Marmor. Warum liegt da überhaupt so ein Ding davor? Die erste Herstellung, wie ist das? Oh Gott. Ich komme nicht mal dahin. Ich brauche diese Drecks-Perks, sonst kriege ich auf keinen Fall Gold. Oh Gott. Schön. Oh Mann, das ist deprimierend. Okay. Jetzt brauche ich die nächsten blauen Punkte. Ja, rubbel den jetzt rum. Immerhin, wir haben Holz genug. Machen wir hin mit eurem Glas, dann können wir nämlich die nächsten Dings jetzt ansetzen. Was auch immer, warum auch immer. Händler. Futter machen kann man nebenbei, wenn der da draußen irgendwas abarbeitet, was uns völlig kalt lässt. Okay, machen wir. Perks freischalten, 23 Punkte, wir müssen blaue Punkte generieren. Ich weiß, ich bin müde, danke.
Für die Info. Ich habe jetzt aber kein. Wisst ihr was? Der Zombie wird gleich hier drinnen. Kann der drinnen nicht arbeiten? Nee. Ach, wenn ich müde bin, willst du wohl nicht arbeiten, oder was? Kann ich dich nicht hinlegen? Verdammt, wieso nicht? Gut, kannst du draußen mal arbeiten. Lass mich raus. Aha. Plus 30. Ja, aber die Eier. Hm, deshalb. Ich hab gar nicht, dass ich groß ansetzen kann hier. Oder will. Mal ein Bratapfel. Das war auch Verschwendung der Äpfel, aber komm. Was soll's. Leben geht weiter.